fröhliche Weihnachten, JTB! Frohe Weihnachten an das JTB und an Moritz. Hallo, liebes JTB. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Erstmal frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten auch von mir. An das ganze JTB-Team alles Fröhliche zu Weihnachten. Hi, ich bin Hanna. Ich bin jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren Mitglied des Nachwuchsensembles. Ich bin der Julius. Ich bin 15 Jahre alt und ich spiele jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren hier am Jungen Theater Bonn. Hey Leute, hier ist Luis Bungert und ich bin seit knapp 2 Jahren dabei. Also ich bin jetzt schon seit fast 3 Jahren im Nachwuchsensemble am Jungen Theater Bonn. Ich bin jetzt seit 3 Jahre lang oder jetzt seit fast 4 Jahren im Theater. Und danke für die letzten 4,5 Jahre, die ich mit so vielen tollen Menschen auf und hinter der Bühne verbringen konnte. Ich spiele seit 4 Jahren am Jungen Theater Bonn. Und nächstes Jahr gehe ich tatsächlich schon mein 5. Jahr bei euch im Theater. Hi, ich bin Maxine, ich bin jetzt seit ungefähr 6 Jahren im JTB. Hi, ich bin Oskar, ich bin seit ungefähr 6,5 Jahren Mitglied des Nachwuchsensembles. Fröhliche Weihnachten, JTB! Ich würde keinen Tag, den ich im Theater verbracht habe, missen wollen. Es waren für mich 13 Jahre bisher, die ich sehr, sehr genossen habe, jeden Tag im Theater. Hallo, ich bin Josia, ich bin 20 Jahre alt. Ich spiele im JTB, seitdem ich 11 Jahre alt bin und konnte dort wirklich schon sehr viele schöne Erinnerungen sammeln. Eine meiner schönsten Erinnerungen ist es, wie ich in Die Chroniken von Narnia Edmund gespielt habe und dort mit dem Schwert gegen die Eiskönigin kämpfen konnte und dort wirklich eine Welt zum Leben erweckt wurde, oder auch wie wir in Peter Pan als die verlorenen Jungs gespielt haben und gesungen haben, und auch im Brüder Löwenherz, wie ich dort wirklich Brüderlichkeit gelernt habe, auch wenn ich in echt gar keinen Bruder habe, konnte ich das in diesem Stück lernen, und wie wir uns auch mit dem Tod beschäftigt haben und vielen anderen Themen und dort auch wieder eine richtig schöne Welt zum Leben erweckt haben. Ich wollte einfach an dem Punkt wirklich mal Danke sagen. Danke dafür, dass ihr das JTB uns so viel gebt, als Jugendensemble so viele Erinnerungen schon ermöglicht habt und einfach so viele Welten mit uns zusammen kreiert. Ich wollte einfach mal Danke sagen. Danke, dass ihr einfach für uns da seid. Ihr bietet mir einfach eine zweite Familie. Es ist einfach... Es macht immer wieder Spaß, die Stücke zu entwickeln, einfach zusammen mit dem Team. Dazu schreibt man seine eigenen Geschichten, ob jetzt hinter der Bühne oder während den Proben, zum Teil sogar in der Mittagspause von der Theaterprobe. Es ist einfach immer wieder lustig, und wenn man die Zeit mit den richtigen Leuten verbringt, dann ist es einfach immer wieder eine Freude, und man geht gerne ins Theater, ob man jetzt auf der Bühne steht, nur zum Proben oder im Saal sitzt. Es ist einfach jedes Mal ein neues Erlebnis, und dafür möchte ich einfach Danke sagen. Ich habe einfach schon immer etwas gesucht, wo ich Musik und eben Schauspielen kombinieren kann. Und beim JTB habe ich genau das gefunden. Zuletzt durfte ich den jungen Ludwig van Beethoven spielen im Online-Stück TKKG, was wir zusammen entwickelt haben. Und es hat einfach mega Spaß gemacht. Besonders toll am JTB finde ich die große Gemeinschaft. Also man versteht sich wirklich mit jedem gut. Und egal mit wem man auf der Bühne steht, es macht immer total viel Spaß. Und dass das JTB gerade in diesem Jahr so viele neue Projekte auf die Beine gestellt hat, das finde ich echt bewundernswert. Mir hat das Spielen sehr viel Spaß gemacht, da ich mich gerne in andere Charaktere hineinversetze und tolle neue Leute kennengelernt habe. Fröhliche Weihnachten, JTB! In der Zeit, in der ich jetzt Teil des Nachwuchsensembles war, habe ich unglaublich viele und unglaublich schöne Erinnerungen und Erfahrungen sammeln können, was ohne euch und eure unglaubliche Arbeit, die ihr jeden Tag leistet, niemals möglich gewesen wäre. Und dass ihr gerade in dieser extrem anstrengenden und schwierigen Zeit nicht den Kopf verliert und immer weitermacht, bewundern und schätzen wir, glaube ich, alle wirklich sehr. Wenn ich an die Zeit zurückdenke, dann denke ich direkt an ganz, ganz viele tolle Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, mit ganz vielen netten Leuten, die ich dort kennenlernen durfte. Und ich denke eben an diese tolle Gemeinschaft. Auch als man neu war, wurde man wirklich von jedem und überall ganz herzlich aufgenommen. Und das sind eben ganz, ganz viele positive Dinge, die ich damit verbinde. Wir wollen uns bedanken. Weil 2020 war bestimmt kein leichtes Jahr, und wir sind... Ein sehr, sehr schweres Jahr. Ja, und wir sind sehr, sehr froh und dankbar, wie das Theater überlebt hat und mit wie vielen Projekten und neuen Ideen und Spenden das Theater durch die Krise gekommen ist. Ja. Und dass wir sehr, sehr froh sind, Teil des Theaters zu sein. Genau. Und ich bin sehr stolz und war auch immer sehr stolz und werde auch immer stolz sein, ein Mitglied des Jungen, des Ensembles zu sein. Und was war denn deine schönste Erfahrung im Theater? Für mich war das Schönste ganz klar das letzte Aufgebot. Für mich auch. Zu spielen und zu schreiben. Auch mit dran zu schreiben. Das ist für mich so das Highlight gewesen im ganzen Theater. Ne? Ja. Und
Vielen Dank. Vielen Dank für diese Möglichkeit, dass wir das mitschreiben und mitspielen durften. Und wir freuen uns sehr, wenn wir das bald wieder mal... ja, hoffentlich noch spielen können oder zumindest das Video können. Zustande bringen können. Ja, wenn wir den Film drehen können, würden wir uns sehr, sehr freuen. Und wenn wir sonst das nochmal spielen können. Fröhliche Weihnachten, JTB! Und möchte einfach mal den Moment nutzen und euch ein großes Dankeschön aussprechen für die vielen sehr schönen und auch sehr prägenden Momente bei euch im JTB. Ganz spontan fällt mir da jetzt ein, meine allererste Premiere, also das erste Mal, dass ich auf eurer Bühne stören durfte, 2016 mit Rico aus Conti Tiefer Schatten. Das war schon ein sehr bewegender Moment. Hallo, ich bin Jona und ich habe bis jetzt bei zwei Produktionen am JTB mitgespielt. Emil die Detektive und Jim Knopp. So, meine schönsten Erinnerungen waren auf jeden Fall meine erste Premiere im Telekom Forum und die Gastspiele, die ich in München hatte und generell einfach die Zeit im Ensemble, die Proben, die Aufführungen. Und ich habe in Krabat mitgespielt und in TKKG Gefangene in der Vergangenheit, jetzt im Sommer. Und woran ich mich eigentlich mal ganz gerne zurückerinnere, ist einfach die Gemeinschaft, die am Theater herrscht, sag ich mal. Dass man zusammen in der Probenzeit oder auch bei den Vorstellungen so eine schöne Zeit miteinander verbringt. Ich habe auch viele Freunde gefunden. Das liegt auch daran, dass man einfach direkt am Anfang, wenn man frisch dabei ist, neu dabei ist, total nett aufgenommen wurde und dann einfach generell eine schöne Zeit zusammen hat. Und was ich auch sehr cool finde, dass das JTB so zukunftsorientiert ist, also dass es jetzt direkt angefangen hat, während dieser Corona-Zeit direkt ein digitales Stück zu entwickeln in Richtung Zukunft, also ein neuer Schritt in Richtung Zukunft. Und das finde ich auch ganz cool, dass ich da mit entwickeln durfte. Aber das JTB hat nicht aufgegeben, sondern probiert das Beste aus der Zeit zu machen und hat dann direkt im April angefangen, ein virtuelles Theaterstück zu schreiben, also TKKG, was dann ja im September auch aufgeführt werden konnte. Dann hat das JTB auch den ganzen Sommer auf der Open-Air-Bühne in der Rheinaue gespielt. Und ich finde es toll, dass das JTB da trotzdem probiert hat, Theater irgendwie möglich zu machen dieses Jahr. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Kraft und ein gutes Überstehen für die nächsten Wochen und Monate. Und hoffe auch, dass ihr den Weg, den ihr in den letzten Jahren und Monaten eingeschlagen habt, so weitergehen könnt und dürft, wie ihr euch das vorstellt. Fröhliche Weihnachten, JTB! Und für die Zukunft wünsche ich dem Jungtheater natürlich, dass es bald wieder ganz viele neue tolle Stücke auf die Bühne bringt. Ich wünsche dem JTB weiterhin noch eine gute Zeit durch die Krise und dass noch viele Produktionen gespielt werden. Ich wünsche dem Jungtheater Bonn für die Zukunft, dass sie das Beste aus der Situation machen können und bald wieder ohne Einschränkungen gespielt werden kann. Und ich hoffe sehr, dass wir bald wieder auf der großen Bühne stehen werden und Corona uns nicht noch länger einen Strich durch die Rechnung macht. Und nach diesem verrückten Jahr 2020 hoffe ich, dass wir uns alle 2021 wieder im Jungen Theater sehen. Und für die Zukunft hoffe ich natürlich, dass der normale Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Aber falls das nicht möglich sein sollte, dann bin ich mir sicher, dass das JTB auch im Jahr 2021 ganz viele neue Projekte und Ideen trotz Corona auf die Bühne bringen wird. Und ich verspreche aber dem ganzen JTB-Team auf jeden Fall, dass das Nachwuchsensemble absolut hinter euch steht und dass wir, wenn es wieder losgeht, natürlich dabei sind und genau mit noch mehr Ehrgeiz und Spielfreude wieder dafür sorgen werden, dass das Publikum bei uns eine schöne Zeit hat. Genau, also alles Gute für 2021 und jetzt erstmal frohe Weihnachten. Danke, ich hoffe, ihr habt alle schöne Weihnachten. Frohe Weihnachten. Und ich wünsche euch, dass ihr gut durch die Corona-Zeit hindurchkommt. Frohe Weihnachten, liebes JTB. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, JTB. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Frohe Weihnachten an alle. Frohe Weihnachten, JTB. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und sind ganz, ganz stolz auf euch und auf das Theater und alle, die da mit dran gewirkt haben und das so toll über die ganze Krise bis jetzt gemanagt haben. Und hoffentlich bis ganz bald. Hoffentlich spielen wir bald wieder zusammen auf der Bühne. Ja. Und spielen wieder. Und Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten, guten Rutsch, auf dass das nächste Jahr ein deutlich besseres Jahr wird. Ja. Und wir zusammen Theater spielen. Fröhliche Weihnachten, JTB!